Hallo, hallo, good morning. Hallo. Ja, mein Thema heute ganz kurz. Ich hoffe, ich kann mich kurz fassen. Und zwar geht es darum, dass es egal ist, wie du dich fühlst. Law of Attraction sagt ja immer, ja, du ziehst genau das an, wo du ein Vibe bist, ein vibrational match. Und das ist auch so. Das ist hundertprozentig so. Nur zu glauben, dass du nicht manifestierst, wenn du dich schlecht fühlst, ist falsch. Du kannst genauso gut Gutes manifestieren, wenn du dich schlecht fühlst. Und warum ist es so? Weil dein Körper deiner Vorstellung immer noch hinterherhinkt. Wenn du deinen Zustand, deinen kompletten vibrational Zustand geswitcht hast, kann es sein, dass sich dein Körper immer noch scheiße fühlt, weil er es so gewohnt ist, sich beschissen zu fühlen, weil das sein Default-Zustand ist. Das ist, so fühlt man sich halt in deiner Haut. Jetzt hast du aber angefangen, diese ganze Arbeit gemacht, diese ganze Transformation gemacht, diese ganze Klarheit geholt, wer du wirklich bist, hast dich in deinem Kopf zumindest schon von deinem Körper entfernt und weißt, dass du nicht dein Körper bist, sondern dass du die Vorstellung von dir bist und die Vorstellung, die du von dir hast, definiert deinen Zustand. Ja? Und dieser Zustand, der muss jetzt von dir lange genug gehalten werden, dass dein Körper sich verändert, dass dein Körper nachkommt. Aber zuerst brauchst du diesen neuen Zustand und zwar konsistent und permanent mehr als den alten Zustand. Ja, lass uns einfach so sagen, du brauchst deinen neuen erwünschten Zustand mehr als deinen alten Zustand. Und dann passiert der Switch. Wenn du natürlich einen radikal schnellen Switch willst, musst du volle Power, Energy, Wahrheit, Love beamen. Das fällt dir aber natürlich schwer, wenn du dich gerade scheiße fühlst. Aber es macht nichts. Der einzige Unterschied ist, dass es länger dauert, bis es in deinem Körper ankommt, dass du deinen Zustand geswitcht hast. Und dass das andere im Außen, dass das andere die 3D-Welt manifestiert, also sich abzeichnet und zeigt, hat nichts dazu zu tun, wie sich dein Körper gerade fühlt. Das hat nichts damit zu tun, wenn du aufhörst, diesen Zusammenhang zu basteln. Ja? Wenn du aufhörst, den Zusammenhang zu basteln, ja, mein Körper fühlt sich aber schlecht, fühlt sich schwach, fühlt sich müde und ich kann aber nichts Gutes da draußen manifestieren. Ich kann kein Geld manifestieren, ich kann keine Events manifestieren und so weiter und so fort. Und jetzt überleg mal, es passieren ja immer wieder Sachen in deinem Leben die ganze Zeit. Die hast du manifestiert. Die hast du manifestiert. Und jetzt geht es einfach darum, für dich einen Weg zu finden, eine Klarheit über deinen Seinszustand, eine Kontrolle über deinen Seinszustand zu finden, der es dir leicht macht, easy, die Dinge zu manifestieren, die du wirklich willst. Weil es ist ja so easy für dich, das ganze Zeug zu manifestieren, das du eigentlich nicht haben willst. Seit ewigen Zeiten manifestierst du Gelderfahrungen, Beziehungserfahrungen, Family-Erfahrungen und hast das Gefühl, da ändert sich nichts. Nein, weil du halt immer wieder das Gleiche manifestierst. Und wenn du jetzt aber möchtest, dass das sich ändert, dann liegt es an dir, deine innere Arbeit zu machen, aber dich nicht davon abhalten zu lassen, wie sich dein Körper gerade noch fühlt.
Ja, wenn du immer wieder dieses Feedback machst, du machst super Feedback, du machst Feedback, wie fühlt sich das in meinem Körper an? Scheiße, okay, alles ist scheiße da draußen. Dann guckst du raus, alles ist scheiße da draußen, alles klar, alles ist scheiße. Dann hast du so eine richtig geile Schlaufe, wo du dir immer wieder bestätigst, dass du gerade Scheiße kreierst. That's it. Und aus dieser Schlaufe, aus diesem Kreis, aus diesem Teufelskreis rauszukommen, ist, dass du diese Zusammenhänge durchbrichst. Du durchbrichst dein Feedback, du durchbrichst deine Interpretation von dem, wie du dich gerade im Körper fühlst, dass das damit zu tun hat, was du in dir aktivierst und kreierst. Du durchbrichst, was da draußen gerade sich in deiner Welt zeigt, was du gerade siehst, dass das etwas damit zu tun hat mit deiner inneren Arbeit, mit dem, was du gerade für dich manifestierst. Du durchbrichst es krass. Und so ist es zu tun. Und zwar permanent. Und so ist es jeden Tag zu tun, jeden Tag immer wieder zu tun, jeden Tag wieder ganz oft. Und wenn du sagst, das ist anstrengend, dann ist es anstrengend, während du es lernst, bis es dein neues Normal ist, bis es dein neues automatisches Denkmuster, Verhaltensmuster, Feedbackmuster ist. Du hast so viel Feedback-Schlaufen, von denen du gar nicht weißt, dass die aktiv sind, oder? Gestern im Call hatten wir eine, war zu lange in der Sonne, hatte sie gedacht, dass sie zu lange in der Sonne war, weil sie plötzlich Kopfweh gekriegt hat. Und dann hat sie gemeint, oh, ich habe vielleicht einen Sonnenstich. Aber nachher war sie ehrlich zu sich und hat untersucht, ob dieser Zusammenhang tatsächlich ein Zusammenhang ist, den sie weiterverfolgen will und der wirklich stimmt. Und dann hat sie herausgefunden, nein, es hat überhaupt nichts mit der Sonne zu tun, sondern es hat damit zu tun, womit ich mich gerade beschäftigt habe, was ich gerade vor meinem inneren Auge angeschaut und manifestiert und kreiert habe. Und dann war sie nachher so ehrlich zu sich und konnte lachen und konnte sagen, ja, jetzt wollte ich der Sonne wieder die Schuld in die Schuhe schieben, dass ich Kopfweh kriege. Aber es war nicht die Sonne, die Sonne kann nichts dafür, sondern ich habe Zusammenhänge, Situationen für mich hochgeholt, kreiert, angeschaut, vor mein inneres Auge gebracht, die mir Kopfschmerzen bereiten. Und wenn ich das tue, dann kommen halt weiterhin diese ganzen Symptome. Aber wenn ich mal ehrlich zu mir bin und sage, was kreiere ich gerade? Was manifestiere ich gerade? Nur in meinen Gedanken, unabhängig, wie ich mich fühle, unabhängig, wie sich mein Körper fühlt, unabhängig davon, was ich im Außen sehe, dann kommst du zu dem Kern deiner Macht, deiner Kraft und deiner Power. Und wenn du dann aus diesem Kern heraus noch lernst, wirklich diese Vorstellungen zu handeln und zu generieren und zu kreieren, dann bist du fein raus. Dann kommen nämlich aus dir Sachen heraus, Situationen heraus, Begebenheiten heraus, Beziehungen heraus, die du so gerne möchtest, die du dir wünschst, die sind da. Aber wenn du sie im Inneren, vor deinem inneren Auge, vor deinem inneren Sein nicht erkennen kannst, kannst du sie nicht outpushen. Das ist Punkt. Und jetzt brauchst du ein Wissen, was du gerade innen so erkennst. Und das pusht sich aus. Und es hat nichts damit zu tun, dein vibrational match im Inneren hat nichts damit zu tun, wie sich gerade dein Körper anfühlt. Das ist ein bis jetzt anders informiertes Manifest, ja? Manifest, der Mensch in Fest, Manifest, ja, das ist noch ein altes Manifest von dir und deswegen fühlst du das noch schlecht, aber das darf dich nicht beirren, sonst kommst du nie in die Transformation, sondern du musst es einfach wissen, dich davon lösen, von deinem alten Manifest und dann dich quasi auf energetischer Ebene über dieses Manifest deines Körpers erheben und dort anfangen, neu zu kreieren, neu zu denken, neu dir Vorstellungen zu machen, bis dieses Manifest von deinem Körper nachrutscht und alles, was draußen manifestiert, auch
nachrutscht. Ne? Eigentlich super logisch, aber es ist halt ein Job. Es ist halt etwas, was dranbleiben braucht und es ist etwas, Entschuldigung, was von dir verlangt, dass du nicht mehr in alte Muster fällst, sondern dass du Tools hast, um dich in neue Sphären, Welten, Zustände zu bringen, sodass dein Körper ganz schnell nachkommen kann. Und das zeige ich dir zum Beispiel unter anderem in Divine Healing. In diesem Kurs lernst du das, wie aus dir heraus alles transformiert werden kann, weil Healing, Heilung ist ja nur Transformation. Und Transformation willst du haben, dass sich das Außen transformiert, was du siehst, was sich das transformiert, was sich da in deinem Körper anfühlt. Und das fängt einfach ganz krass da innen an. Ohne Hokuspokus, das bist nur du. Du, du, du. Und von außen gibt es eine Anleitung, gibt es Intentionen, gibt es einen Raum, gibt es einen energetischen Raum, in den du leichter einsteigen kannst, damit du dich nicht mehr so ablenken lässt von dem ganzen Bullshit, von deiner alten Realität und dann anfängst neu zu kreieren und aus dem Neuen herauszuleben. Ich wünsche mir das ganz so fest für jeden, weil es ist machbar, es ist kein Hokuspokus, es ist Übung. Genauso wie jeder Marathon laufen kann, es gibt keinen, der nicht einen Marathon laufen kann. Egal wie, er kann diese Strecke absolvieren, er kann das tun und du kannst es auch. Es ist völlig egal, in welcher Situation du jetzt bist. Du brauchst nur diese eine Entscheidung und sagen, ja, jetzt gehe ich diesen Weg und ich zieh's durch. Ich zieh's durch und ich weiß, für mich funktionieren die Dinge, die ich entscheide. Für mich geht es danach weiter. Ich weiß, dass ich auf meinem Weg bleibe. Ich weiß, dass alles durch mich geschehen kann und dass mir alles zusteht, dass ich für alles wert bin. Und dann musst du halt aufhören, in diesem alten Scheiß zu denken, ja, ich kann das nicht und das ist dann nicht für mich und das können andere und andere können das viel besser, andere können das viel schneller. Ich habe es ja schon 100.000 Mal probiert. Ja, aber mit denen, solange noch du diese Gedanken aktiv hast über dich, dann ist es wurscht, was du machst. Dann kannst du suchen nach der Anwendung, nach der Ausbildung, nach der Heilung, nach dem Coaching. Solange du diesen Mindset für dich als wahr akzeptierst, dann ist es egal, was du buchst, es ist egal, wie viel Geld du ausgibst, egal, wie viel Zeit du investierst, egal, wie hart du probierst, wenn dieser Mindset hier starr dir diesen Bullshit sagt, dann wird es so bleiben. Aber wenn du einen Schritt machst und sagst, okay, ich mache es jetzt und ich gehe davon aus, dass es gut ist, ich mache es jetzt, ich gehe davon aus, dass es super ist, ich hab zwar meine Bedenken, aber irgendwie zieht es mich trotzdem, ich mach's jetzt. Dann komm, melde dich an, du startest sofort in dem Master of Divine Healing Ausbildung mit deinem Video-Selbststudium. Wir haben nachher 2 dicke, fette Coaching-Calls für dich, wo du das nochmal lernst, deine Fragen stellen kannst, dein Verständnis vertiefst, weil wenn dein Verstand nicht mitkommt, dann geht gar nichts. Und danach hast du einen Zertifizierungscall und dann kriegst du dein Zertifikat, wenn ich 3 Testimonials von dir habe, dass du es auch angewandt hast. Und dann kannst du starten und anfangen, dich und die Welt zu transformieren. Und du musst kein Geld dafür verlangen, du musst mir keine Kommission geben, du hast keinen Fixpreis, du hast einzig und allein Empfehlungen. That's it. Also, was hält dich noch auf? Ich habe kein Geld. Na gut, dann kannst du es dir möglich machen, wenn du es wirklich willst. Weil alles, was du wirklich, wirklich wolltest, hast du für dich ermöglicht. Es gibt nichts, was du nicht wirklich, wirklich wolltest, was du nicht machen konntest. Das zählt für alle. Ja, dann wolltest du es halt nicht wirklich. Ich heiße dich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich willkommen. Und es braucht Menschen, die bereit sind, die Dinge neu zu machen. Nur wenn wir sie neu machen, müssen wir uns nicht mehr mit dem Alten auseinandersetzen. Eigentlich easy, oder? Also, alles, alles Liebe.
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.